ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu diesem Ostergottesdienst von Kirche in Aktion. Wir freuen uns sehr, zusammenzukommen und dieses höchste Fest der Christenheit gemeinsam zu feiern. Wir feiern die Auferstehung Jesu und möchte jeden herzlich willkommen heißen, der zu uns, zu unseren Communities dazugehört, ob das in Darmstadt, in Mainz, in Frankfurt, in Wiesbaden oder in Offenbach ist. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ein ganz besonders herzliches Willkommen, aber auch an alle Freunde, Nachbarn, Familienmitglieder, die sich jetzt auch hier an Ostern mit auf YouTube dazugeschaltet haben. Wir freuen uns auf einen spannenden Gottesdienst. Wir möchten gemeinsam Musik hören. Wir werden eine Predigt hören von Gründer und Pastor Philipp Zimmermann und natürlich auch die Schriftlesung für dieses heutige Osterfest. Ich lese aus Lukas 24. Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort angekommen, sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Verwundert überlegten sie, was das alles zu bedeuten hatte. Plötzlich traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschrakend und wagten nicht, die beiden anzusehen. »Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten?«, fragen die Männer. »Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Denkt doch daran, wer es euch damals in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen.« Ich grüße euch alle aus dem schönen Steinbach und wünsche euch einen ganz wunderbaren Ostersonntag. Ich lade euch ein, dass wir jetzt alle gemeinsam miteinander beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Ostersonntag, den wir heute feiern dürfen. Wir danken dir dafür, dass wir heute Auferstehung, dass wir neues Leben feiern dürfen, das du uns schenkst. Wir danken dir, Vater, für die Hoffnung, die mit diesem Tag und mit diesem Sonntag zusammenhängt. Gerade in der Zeit der Ungewissheit, weltweit, in all den Notlagen, in den Menschen stecken, in dieser Pandemie, in der wir alle stecken, ist es so gut zu wissen und zu vertrauen, dass da Hoffnung ist. Hoffnung auf Wiederherstellung, auf Heilung, auf Neuanfang. Danke, dass wir an dieser Hoffnung teilhaben dürfen, dass du uns das heute ganz besonders zusprichst. Und ich möchte beten für jeden Einzelnen in diesem Gottesdienst, der heute zuschaut, der eingeschaltet hat, dass wir heute etwas von dieser Hoffnung mitnehmen dürfen an diesem Gottesdienst. Dass egal, wer da wie gekommen ist heute, mit welcher Freude vielleicht über diesen Tag, aber vielleicht auch mit welchem Unmut darüber, weil ganz viele Dinge nicht so sind, wie wir sie uns gewünscht haben. Vater, du kennst jede Herausforderung, in der jeder Einzelne und jede Einzelne hier im Gottesdienst heute steht. Du kennst all den Zerbruch, der stattgefunden hat in den unterschiedlichsten Situationen in unserem Leben, insbesondere in der letzten Zeit. Und wir möchten dich einfach bitten, dass wir heute erleben dürfen, ganz persönlich, jeder für sich, dass da Neuanfang ist, dass da Hoffnung ist, dass da Freude ist, über alle Umstände hinweg, weil du ein Gott der Heilung und der Wiederherstellung bist. Und an diesem Sonntag wollen wir uns ganz besonders daran erinnern lassen, dass Heilung in unserem ganz persönlichen Leben möglich ist, aber dass auch Wiederherstellung in unserer ganzen Welt möglich ist, weil du, und das feiern wir heute, diese Welt überwunden hast, weil du den Tod besiegt hast, weil du größer bist als all das Leid, das wir sehen. Und deswegen wollen wir dir vertrauen und wollen diesen Gottesdienst mit allem, was da kommt, in deine Hand legen und dich bitten, dass du uns heute ansprichst, dass du persönlich zu uns redest, dass dein Geist in uns wirksam ist, dass wir uns öffnen können, dass wir Raum machen können für dich und dass wir verändert aus diesem Gottesdienst hinausgehen dürfen. Amen. Ostern ist für mich immer ein Wechselbad meiner Gefühle. Das eine ist,
das Leiden und Sterben, was in Ostern und an Ostern so deutlich und sichtbar wird. Das andere, die Auferstehung, die so besonders und so groß ist. Ostern, das ist ein Riesenfreudenfest, weil mein Empfinden davon ist ein bisschen so, wie wenn man lange im Verkehr unterwegs war, einige Unfälle gebaut hat, selber verschuldet, Strafzettel kassiert für Geschwindigkeitsüberschreitungen und die eine oder andere rote Ampel wissentlich überfahren hat und vielleicht behauptet, naja, die war ja nur gelb. Insofern ist dieser Tag diese Riesenfreude, dass wir wissen, Jesus kommt und sagt, weißt du was, ich übernehme alle diese Schulden, die ganzen Strafzettel für dich. Und völlig unverdient werden wir frei, werden wir erlöst. Was gibt's Besseres? Was heißt Ostern für mich? Ostern heißt für mich, dass Gott kann was Unglaubliches machen. Dass auch in Momenten, die nicht einfach sind, auch in Situationen, die wirklich hoffnungslos fühlen, Gott wirkt nach und er kann was Kraftvolles von diesen Momenten rausbringen. Wir erinnern bei der Auferstehung, dass Jesus ist tot, dass sein Körper liegt dort im Grab, dass da sieht so ist, es sieht so aus, dass da keine mehr Hoffnung ist, aber denn Gott wirkt, Gott bringt Jesus von dem Tod raus. Und das ist nicht nur eine einmalige Sache, dass Gott gemacht hat, nein, es heißt, das ist wer Gott ist, der Gott der Auferstehung. Und so, dass wir immer, egal die Situation, Hoffnung haben können in der Gott, der alles neu macht. Frohe Ostern aus dem Schwesterherz, ihr Lieben. Ich freue mich, weil Ostern für mich persönlich bedeutet immer und immer wieder diesen Satz, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich liebe das, dass wir uns an Ostern so begrüßen. Das hat für mich etwas ganz Besonderes und Feierliches. Ich kenne das aus meiner Zeit in der Landeskirche und liebe es einfach auch, das immer wieder so zu proklamieren und freue mich deswegen. Gerade hier bei uns im Schwesterherz ist Ostern natürlich auch eine ganz besondere Zeit, weil es uns die Möglichkeit gibt, mit den Frauen mal ganz gezielt darüber zu reden, was ist Ostern eigentlich, was für ein Opfer wurde hier gebracht, wie hat es unser Leben verändert und wie kann es hoffentlich vielleicht auch das Leben von den Frauen verändern. Aber am allermeisten liebe ich an Ostern dieses, der Herr ist auferstanden und jetzt alle, er ist wahrhaftig auferstanden. Frohe Ostern! Thank you.
In einer seiner Briefe aus dem Gefängnis vom 27. März 1944 schreibt Dietrich Bonhoeffer über die Bedeutung von Ostern. In diesen Worten finden wir einen Hinweis auf das Geheimnis seines Lebens, aber auch seines Todes. Er starb mit dem Geständnis, dass das Leben jetzt erst beginnen würde. Er lebte aus, was er in diesen Worten schreibt: Sieg über den Tod wegen der Auferstehung Christi. Und dies waren seine Worte, die ich jetzt lese. Wenn wir gerade von Ostern sprechen, schreibt Bonhoeffer, legen wir heutzutage nicht mehr Wert auf das Sterben als auf den Tod selbst. Es geht uns vielmehr darum, über das Sterben hinwegzukommen, als über den Tod zu siegen. Sokrates beherrschte die Kunst des Sterbens. Christus überwand den Tod, wie der letzte Feind in 1. Korinther 15, 27 beschrieben wird. Es gibt einen echten Unterschied zwischen den beiden Dingen. Der eine ist aus menschlicher Kapazität, der andere impliziert Auferstehung. Er schreibt weiter: Wir brauchen keine Kunst des Sterbens, sondern die Auferstehung Christi, um die heutige Welt zu beleben. Was für einen enormen Unterschied würde es machen, wenn ein paar Leute wirklich daran glauben und danach handeln würden. Im Licht der Auferstehung zu leben, das ist die Bedeutung von Ostern. Findest du nicht auch, dass so wenige Menschen zu wissen scheinen, nach welchem Licht sie leben? Diese Störung ist außerordentlich häufig. Es ist ein unbewusstes Warten auf das Wort der Befreiung, obwohl die Zeit noch kaum reif ist, um es zu hören. Aber die Zeit wird kommen und vielleicht ist dieses Ostern einer der letzten Chancen, dass wir uns auf unsere zukünftige Aufgabe vorbereiten müssen. Ich hoffe, schreibt Bonhoeffer, du wirst es trotz aller Schwierigkeiten, die du ertragen musst, genießen können. Als nächstes hören wir jetzt die Predigt von Pastor Philipp Zimmermann. Ich freue mich sehr drauf und ich möchte euch ganz herzlich einladen, gut zuzuhören, einen Stift, einen Zettel oder euer Notizbuch zur Hand zu nehmen und fleißig mitzuschreiben. Und im Anschluss euch dann mit eurer Familie, euren Freunden oder wem auch immer ihr diesen Gottesdienst gerade schaut, auszutauschen über das, was wir gehört haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Frohe Ostern wünsche ich euch allen und ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern können, auch wenn es über das Internet ist. Passend zu Ostern und passend zu Corona möchte ich heute über Hoffnung im Chaos sprechen. Es gibt wenige Jahre, wo ich mich so sehr auf die Botschaft von Ostern gefreut habe wie dieses Jahr. Warum? Wahrscheinlich wisst ihr, dass wir im Kirchenkalender die 40 Tage vor Ostern die sogenannte Fastenzeit nennen. Und die Fastenzeit dauert traditionell von Aschermittwoch bis zum Beginn des Gottesdienstes vom letzten Abendmahl am Gründonnerstag. Und diese Zeit soll uns auf Ostern vorbereiten und ist normalerweise traditionell geprägt von Enthaltsamkeit und Verzicht. Warum ist diese Fastenzeit dieses Jahr anders? Ganz einfach, weil ich das Gefühl habe, dass Corona, zumindest für mich, es sich so anfühlt, als wäre die Fastenzeit nicht nur die letzten 40 Tage lang gewesen, sondern die letzten 13 Monate. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind wir alle irgendwie ein bisschen müde. Und gerade jetzt sehnen wir uns alle nach Licht am Ende des Corona-Tunnels. Und deshalb ist es so gut, dass du heute in diesem Gottesdienst dabei bist und ihn dir anschaust, weil es ist Ostern und Ostern ist das Fest der Freude im Kirchenkalender. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche Hoffnung.
Und eigentlich liebe ich das an Ostern, weil Ostern nicht einfach nur von Hoffnung spricht, sondern dass wir vorher durch diese Fastenzeit müssen. Natürlich sollte diese Fastenzeit nicht 13 Monate sein, sondern nur 40 Tage. Aber trotzdem müssen wir durch die Fastenzeit. Der christliche Glaube gibt durch die Fastenzeit und dann mit dem Höhepunkt von Karfreitag, wo wir an das Sterben von Jesus erinnern, uns allen Raum zu trauern. Da ist Raum für unsere Enttäuschung. Raum, auch das Böse anzuerkennen in dieser Welt. Da ist Raum, die Ungerechtigkeit in der Welt nicht einfach zu ignorieren und sogar dem Tod ins Auge zu schauen. Das heißt, wir dürfen weinen. Wir dürfen auch sauer sein. Wir dürfen enttäuscht sein. Wir dürfen Angst haben. Im Kirchenkalender und im geistlichen Leben gibt es Zeiten dafür. Das Osterwochenende fängt an mit Karfreitag. Und Karfreitag, da hängt Jesus am Kreuz und er stirbt. Und wenn wir genauer hinschauen, dann ist Karfreitag gekennzeichnet von Verrat. Jesus wird von seinem Jünger verraten. Da sind die geplatzten Träume von all den Erwartungen der Jünger. Da ist Hoffnungslosigkeit und dann ist da sogar der Tod. Jesus Christus, der am Kreuz stirbt. Das hört sich nach viel, viel Chaos an. Aber das ist nicht das erste Mal, dass wir von Chaos hören in der Bibel, sondern es gibt ein ganz, ganz altes Gedicht. Wir finden es ganz am Anfang in den ersten drei Kapiteln der Bibel. Für uns bekannt als die Schöpfungsgeschichte. Und die Schöpfungsgeschichte beginnt mit Chaos. Da ist Dunkelheit, die Erde war wüst und leer. Wir hören von Wasser und Wasser für die Menschen damals war etwas, was sie ihnen Angst gemacht hat. Es ist diese Dunkelheit und diese Unberechenbarkeit. Das Meer war der Ort, wo die bösen Geister, die Drachen und die Biester leben. Das kennen wir aus den alten Geschichten. Das Wasser ist der Ort, wo wir uns fühlen, als würden wir irgendwie untergehen und nach unseren letzten Atemzügen kämpfen. Aber dann hören wir etwas Wundervolles in diesem Gedicht. Wir hören von dem Geist Gottes, der irgendwie über dem Wasser schwebt. Gottes Geist bewegt sich, das ist das Bild aus der Schöpfungsgeschichte, aus dem Schöpfungsgedicht, über dem Chaos, dem Wasser. Und dann hören wir, dass aus diesem Chaos und aus dieser Dunkelheit Gott etwas ganz Neues erschafft, etwas Wunderbares, etwas Wunderschönes, etwas, das sich ausbreitet und lebt, eine neue Schöpfung. Ja, diese Welt mit all ihrer Schönheit und all ihrer Vielfalt entsteht aus dem Chaos, über dem der Geist Gottes schwebt. Und Gott selbst nennt dann das, was er da gemacht hat, immer wieder gut. Also klingt nicht so demütig, aber ist ja Gott, der darf das. Der macht das aus dem Chaos und er sagt immer wieder an den Stellen, oh, das ist ja gut, das ist gut, das gefällt mir, was da entstanden ist. Und ich liebe dieses Bild aus der Bibel, aus dem Schöpfungsgedicht, weil der Dichter all die Schönheit dieser Welt beschreibt und sagt, dass sie aus dem Chaos und aus der Dunkelheit und dem Meer entstanden ist. Und Gott die ganze Zeit da war, auch in dem Chaos und auch in dem, über dem Meer, er schwebte, der Geist Gott schwebte die ganze Zeit über dem Chaos. Und wir kennen auch ganz persönlich diese Tiefen, dieses Meer, das Versagen, die Angst, der Schmerz, die Hoffnungslosigkeit, Wunden, die immer noch offen sind, da ist Chaos. Wir können das einfach Chaos nennen. Wir kennen es nicht zu wissen, wie wir weitermachen, wie es weitergeht, wie ich vielleicht Kraft für den nächsten Tag bekomme oder was ich als nächstes tun soll, welche Entscheidung die richtige ist und wie wir mit manchen Herausforderungen des Lebens und des Alltages umgehen sollen. Aber der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Der Geist Gottes, der nicht abwarten kann, um etwas Neues, etwas Wunderschönes daraus entstehen zu lassen. Und ich bin mir sicher, dass wenn ich dich jetzt fragen würde, ob du das kennst, ob du das schon mal erlebt hast, dann würdest du mir erzählen, wie auch du vielleicht schon des Öfteren erlebt hast, wie etwas ganz Neues,
etwas für dich, für das du jetzt vielleicht unglaublich dankbar bist, entstanden ist aus Zerbruch und Enttäuschung und Chaos in deiner Vergangenheit, in irgendeiner Situation. Es scheint, als wäre das ganz tief Teil des Lebens. Und schon sind wir wieder an Ostern oder bei Ostern angekommen. Der Kirchenvater Augustinus hat es das Ostergeheimnis, das Pascha-Mysterium genannt. Dass irgendwie Gott im Tod und im Sterben dem Leid und der Ungerechtigkeit drinsteckt, um daraus Auferstehung, neues Leben entstehen zu lassen. Die Bibel sagt sogar, dass Gott war in Christus. Gott war in Christus und hat die Welt in Christus mit sich versöhnt. Selbst durch einen unschuldigen Menschen, der am Kreuz stirbt, also das ultimative Bild von Chaos. Selbst daraus bringt Gott etwas Wunderschönes, etwas Erstaunliches hervor, nämlich die Rettung der Welt. Gott ist in Christus am Kreuz und verwandelt selbst das Kreuz in etwas Herrliches. Wow, das ist, was wir an Ostern feiern. Und die ersten Christen haben geglaubt, dass das, was Gott mit Jesus getan hat, Gott auch mit ihnen und mit der ganzen Schöpfung tut. Das war ihr Glaube. Dieses Pascha-Mysterium ist ein tiefes Geheimnis des ganzen Lebens. Im persönlichen Leben ist es so etwas Schönes, etwas Neues kann aus deinem Chaos und auch aus deinem Zerbruch entstehen, auch den Zerbruch und den Chaos, den du gerade jetzt erlebst. Im geistlichen Leben wissen wir, es ist doch ganz oft so, dass wir geistliche Durchbrüche erst erleben durch die Krise und die Herausforderungen, die wir erleben. Jesus hat selbst gesagt, wer sein Leben gewinnen will, der muss es verlieren. Und geistliche Durchbrüche fühlen sich in den meisten Fällen, würde ich sogar sagen, an erstmal wie Tod, wie Sterben. Auferstehung ohne Tod, Auferstehung ohne Karfreitag gibt es irgendwie nicht. Aber das Pascha-Mysterium gibt uns auch eine Hoffnung für die ganze Schöpfung, dass der Verlauf der Welt sieht ja auch irgendwie so aus. Wir machen gefühlt zwei Schritte vorwärts und dann wieder einen zurück. Irgendwie entsteht neues Leben und dann ist da wieder Tod. Da ist immer wieder Tod und Auferstehung. Was bedeutet das zum Schluss? Ganz einfach. Das bedeutet, Gott schwebt über dem Chaos, deinem Chaos, um es zu verändern, es zu transformieren und daraus ganz neues Leben entstehen zu lassen. Wisst ihr, guter Glaube bedeutet, dass du im Chaos Gott vertraust. Das ist guter Glaube, wenn du im Chaos an Gott festhalten kannst und ihm vertraust. Osterglauben bedeutet, dass du glauben darfst, dass Gott über dem Chaos schwebt und Erlösung und Auferstehung aus dem Chaos entstehen lässt. Das ist der, sage ich mal, der ultimative Glauben. Nicht nur der gute Glauben, dass Gott uns hilft im Chaos, sondern dass Gott, der Gott des Osterns, wirklich Auferstehung entstehen kann. Neues Leben, neue Schöpfung auch in deinem Chaos und in deiner Krise. Also, Chaos hat nicht das letzte Wort. Corona hat nicht das letzte Wort. Karfreitag hat nicht das letzte Wort. Deine Krankheit hat nicht das letzte Wort. Dass du vielleicht gerade deinen Job verloren hast, ist nicht das letzte Wort. Dass deine Partnerschaft oder deine Ehe zerbrochen ist, ist nicht das letzte Wort. Dass du kein Geld auf dem Konto hast, ist nicht das letzte Wort. Dass du gerade nicht weißt, wie es weitergehen soll, ist nicht das letzte Wort. Die Ungerechtigkeit dieser Welt ist nicht das letzte Wort. Nein, sogar der Tod, der ultimative Feind des Menschen, hat nicht das letzte Wort. Weißt du, wer das letzte Wort hat? Gott an Ostern, der sagt, Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist das Ostergeheimnis, dass es wahr ist. Es ist wahr für dich. Selbst aus deinem Chaos wird neues Leben entstehen. Selbst aus deiner Krise wird etwas Wunderbares aufblühen. Gott wird selbst den Tod verwandeln. Und wisst ihr, wie die alten Kirchenmütter und Kirchenväter dazu sagen würden? Sie würden sagen, Halleluja, das ist gute Nachricht. Halleluja,
Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich hoffe und bete, dass du das heute an diesem Osterfest erleben kannst. Dass da tief in dir der Vertrauen ist, dass Gott dir beisteht, aber noch mehr, dass Gottes Geist über dem Chaos deines Lebens ruht und er daraus etwas Neues entstehen lassen kann. Das ist das Ostergeheimnis, das ist die Osterhoffnung. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, ich danke dir so sehr für diese Botschaft, dass da wirklich Hoffnung ist. Und das ist keine blinde Hoffnung, sondern wir wissen, dass das Leben und die Realität des Lebens ganz oft auch grausam sein kann und dass da ganz viel Chaos und ganz viel Verletzung und Hoffnungslosigkeit ist. Aber ich bete heute, Herr, dass wir aus diesem Gottesdienst rausgehen mit einer ganz tiefen neuen Hoffnung, dass dieses Pascha-Mysterium, dieses Ostergeheimnis wahr ist und dass du auch aus unserem Tod neues Leben entstehen lässt, aus unserem Chaos neue Hoffnung schenkst, Herr. Ich bete, dass durch deinen Geist, dass jeder, der heute zuguckt und das hört, dass das nicht nur im Kopf landet, sondern im Herzen und du durch deinen Geist bestätigst. Im Namen Jesu. Amen. Wir sind nun schon am Ende des Gottesdienstes angekommen und ich bedanke mich recht herzlich bei allen, die mitgewirkt haben und das zu so einem schönen, einem fröhlichen, einem bunten Ostersonntagsgottesdienst haben werden lassen. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Zum Abschluss des Gottesdienstes werden wir gleich noch einen Segen hören, aber bevor das passiert, möchte ich euch noch einladen, uns zu kontaktieren. Ob es Fragen sind oder Anregungen oder ihr Teil werden möchtet von einer unserer vielen kulturellen oder sozialen Projekte und Ministries im ganzen Rhein-Main-Gebiet, kontaktiert uns. Alle Daten finden wir jetzt sofort im Chat. Und nun wünsche ich euch schon mal einen wunderschönen Ostersonntag. Was für ein herrlicher Ostersonntag
Und was für eine wunderbare Botschaft, dass wir wirklich uns als Christen gegenseitig zurufen können. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich möchte zum Abschluss dieses Gottesdienstes den Segen sprechen und euch den ganzen Segen des Himmels wünschen, für nicht nur für diesen Tag, sondern für eure kommenden Woche, dass ihr das wirklich, diese Freude von Ostern und des Lebens mit hineinnehmen könnt. Lasst uns zusammen beten. Lieber Herr, ich möchte dir von Herzen danken jetzt für diesen Gottesdienst und für die Zeit, die wir zusammen hatten, digital, und möchte dich bitten, dass du bei jedem ganz präsent bist mit der Kraft der Auferstehung und dass das Leben, das ewige Leben bei jedem ganz spürbar da ist. Amen. Amen.